Boah, fuck, Kamera! So, jetzt heißt sie nämlich schnell rum. Schnell rum? Hä? Ist der Bruder von langsam rum? Und weg. Wow! Also, da der Sound hier doch gerade ein bisschen extrem auch manchmal im Ohr ist, weiß ich da nicht so Bescheid, ob manchmal, was das mit den Sounds soll. So, dann müssen wir also nochmal eine Runde drehen. Gibt aber wesentlich Schlimmeres. Müssen wir einfach eben abwarten. Und ich glaube, ich mache noch eben bis zum nächsten Speicherpunkt. Da mache ich aus. Wir haben ja schon wieder 1 Uhr. Daher, ich habe eigentlich so das Gefühl, ich sollte mal wieder schlafen. Und da hinten sehen wir jetzt schon hier vor mir. Problem ist, die explodieren wirklich und das tut dem Menschen nicht allzu gut. Demnach versuche ich nach wie vor der Explosion auszuweichen. Allgemein sollte das die meisten Probleme beseitigen. So kann man auch mal Position wechseln. Sobald die so gelb leuchten, ein Schlag und die sind Geschichte. Ach ja, wenn ich jetzt da springe, komme ich ja da gegen das Zahnrad. Deswegen muss ich jetzt hier rüber. Und soll ich es realistisch machen? Jo, jetzt guckt er nicht, jetzt kann ich hoch. Und da steht da unten und der bemerkt mich nicht, wie ich hier oben lang kletter. Finde ich nach wie vor, ist auch echt ein Erlebnis, sondergleichen. So, und so ist das Problem gelöst und wir haben hier direkt das Unfork freigeschaltet, was auch irgendwie nicht gut versteckt war. Es gibt echt welche, die irgendwie überhaupt nicht versteckt sind, und dann gibt es auch welche, die richtig brutalo sind, wie, naja, der eine Brutalo, den wir gefunden haben. Ich habe nur keine Ahnung mehr, wo der war. Ah ja, das ist dann für die Plattform, die dann später noch eine Etage höher ist. Ich glaube, wir machen hier noch eben diese Geschichtsstelle hier fertig und dann höre ich auch wieder auf. Aufgrund der Tatsache, dass ich glaube, gegen 11.30 Uhr angefangen zu haben, dann mit Klo und der ganzen Scheiße eine halbe Stunde gebraucht habe. Und jetzt haben wir schon wieder 10 nach 1. Dazu hatte ich dann ja irgendwie noch 5 Minuten vom anderen Mal über. Das heißt, ich sollte jetzt hier wieder offiziell ein perfektes Partende, einen perfekten Partende haben. Bin mir aber ganz sicher nicht sicher. Ich bin mir aber auf jeden Fall nicht ganz sicher nicht sicher. Gottverdammte Drecksfix. Aber ich bin mir nicht sicher, daher machen wir irgendwie die Passage fertig. Und wenn es passt, dann passt. Wenn nicht passt, dann passt nicht. Nee, so einfach ist das. Ich sag während des Session-Endes auf Wiedersehen. Und zum Session-Start und halt eben Start. Der Fick hat einen Dolch. Gott, was soll ich mit dem Dolch? Und naja, das war's dann auch. Und naja, rüber. Oh Kacke, das ging jetzt auch schief. Sind wir übrigens den Freund? Müssen wir während des Wandrenners echt platt machen. Von solchen Freunden werden wir später noch ein paar mehr erleben. Oh, da hinten steht auch schon wieder einer. Nee, Digga. Heute gibt's Felo zum Frühstück. Oh. Und er bringt direkt schon wieder Besuch mit.
Wie sagt der Hellboy im Film? Hellboy? What the fuck? Ja, genau, das sagt er. Nee, sondern beim ersten Date nicht mit Zunge. Schön finde ich, dass man uns manchmal auch echt doch im Hintergrund so hängen sieht und dergleichen. Das ist auch echt so eine schöne Sache. Wow! Ich habe mich echt schon wieder verjagt. Gott, was ist denn heute mit mir los? Das kann doch nicht angehen, dass ich mich echt tatsächlich jedes Mal, wenn hier ein Monster auftaucht, mich verjage. Ja, leck's mir doch am Arsch. Das ist echt nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Das ist total peinlich. Echt, ich spiele Nightmare House durch und hier verjage ich mich. Ich bin verweichlicht. Es ist gleich später für den Rückweg. Ich bin mir da aber nicht sicher. Dass es hier weitergeht, das wusste ich auch noch nicht. Da gab es hier tatsächlich nochmal Antworks. Gut, ich glaube, ich finde alle Antworks, wenn das so weitergeht, definitiv. Ja, aber der nächste Speicherpunkt ist, kann auch langsam mal wieder kommen. Wow. Ne? Das sind dann auch diese Feinheiten, wo ich früher mich echt gefragt habe, wie soll man das machen? Und jetzt ist es einfach wieder so ein Moment von wegen, naja, mach mal eben. Da unten sehen wir übrigens den neuen Gegner. Wir saufen uns ein und ich höre dann jetzt offiziell auch auf und jetzt haben wir 15 nach. Das heißt, wenn das so ist, wie ich gerade ausgerechnet habe, dann habe ich jetzt schon wieder die 5 Minuten über. Woohoo! Damit speichere ich, sag auf Wiedersehen und wir sehen uns das nächste Mal am Speicherpunkt, was mal wieder ein ordentliches Ende auch heißt. Ne, also ich bin euer Feldo, ich hab euch gern, ihr habt mich gern, ich bin frisch geduscht. Vielleicht nicht mehr dann, wenn ihr dieses Video seht, weil duschen tue ich immer noch abends, bevor ich, ach egal, ich erzähle schon wieder zu viele Anekdoten aus dem Leben. Ne, das soll ich ja mal lassen und bye bye, ich bin raus, euer Feldo, Tschüssikowski. Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, alten Let's Play, neue Technik. Ich spiele diesmal mit einem Steam Overlay. Ich hoffe, das stört nicht. Oh, somit öffne ich auch auf der Tastatur. Und ich habe es endlich hingekriegt. Ich habe meinen Soundboard angeschlossen. Ja, und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so, wie ich es mir gedacht habe. Jo, da haben wir es mitbekommen. Ich kann hier auch Multikill. Internetverzögerung muss ich noch neuerdings mit einplanen. Aber wir haben einen Sound. Also ich habe einen Soundboard jetzt offiziell mit angeschlossen. Und ich bitte Frame Drops und dergleichen diesmal richtig entschuldigen. Denn ich habe währenddessen für die Woche. Ja, ich mache es immer übers Wochenende. Da lade ich immer für die gesamte Woche hoch. Das heißt, ich nehme immer die Woche auf das, was in der nächsten Woche erscheint. Und da ich das jetzt wieder mal hochlade, da es jetzt mal wieder an der Zeit ist, haben wir jetzt hier diese glücklichen Momente des Hochladens. Eigentlich wollte ich das auf dem Seitenmonitor überprüfen, kann ich nur gerade irgendwie nicht, das finde ich sehr schade. Aber ich habe ein Soundboard mit der göttlichen Führung, dass ich noch zu blöd bin, damit umzugehen. Ne? Also ich hoffe, dass ich demnächst eine Maus habe.
über die ich das ganze Zeug dann steuern kann. Denn diese Maus wird dann einiges leichter machen, eventuell auch einen neuen Monitor, um alles noch genauer sehen zu können. Dann kann ich hier so präzise arbeiten, dass ich auch nicht mehr weiß, warum ich den ganzen Kack überhaupt mache. Ich dachte, ich hätte geblockt, habe ich aber wohl nicht, das ist schade. Ah, es gibt wesentlich Schlimmeres. Nämlich geköpft zu werden. Das Schlimme ist, im Soundport sind noch nicht genügend Sounds eingegeben worden. Das heißt, mit dem qualitativ hochwertigen müssen wir noch ein kleines bisschen warten. Das tut mir unglaublich leid, aber entschuldigen müsste man sich jetzt halt eben doch mal dafür, weil naja, es ist so, dass die Sounds, auf die ich scharf war, an die kam ich noch nicht ran. Was willst du von mir? Ah ja, der Kumpel. Der Kumpel. Der Kumpel. Ja, der kleine Kumpel. Haltet ihn auf, bevor er sein Ziel erreicht. Ja, sie wollen mich aufhalten. Ich verdrück mich immer noch leicht. Ja, das sollte ein bisschen früher kommen. Das tut mir sehr leid wegen der Verzögerung. Ich weiß es noch nicht mehr, ob der Weg jetzt hier, dieser, der war, den man jetzt gehen soll, offiziell, oder ob es der hier war. So wie es aussieht, ist der hier aber offiziell nicht der richtige. Dafür hasst er hier einen zu sehr, habe ich gerade das Gefühl. Naja, wird sich ja noch später. Na also, für Unfox machen wir den ganzen Quatsch hier hinten mit. Ja, wie schon gesagt, wenn wir welche finden, dann finden wir halt eben welche. Das ist übrigens auch mein kleiner Geheimtrick bei den Teilen. Und das ist mein kleiner Geheimtrick zum Sterben. So, dafür baue ich jetzt mit Verzögerung alle einen Sound ein. Da hatten wir es doch noch passend hierfür. Gut. Also, man sieht schon, ich habe eine Menge Spaß mit dem neuen technischen Gerät. Wie schon gesagt, irgendwann werden mehr Sounds mit drin sein, dann werde ich mir auch mehr Spielereien erlauben. Greift ihn an. Aber bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir noch ein bisschen geduldig sein. Ich glaube. Weil, naja, wir kennen das Problem ja. Erst muss ich doch alles einstellen und es ist doch schwieriger als geplant, die ganzen Soundeffekte zu bekommen. Das sind jetzt die Soundeffekte, die ich bisher schon habe. Ich glaube, wenn ich jetzt gerade mal schnell nachgucke und deswegen nicht mehr auf dem Monitor, wo ich hier die ganzen Moves ausführe. So, ich kill ihn noch eben. Sag ich doch, ich kill ihn noch eben. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe gerade mal 7 Sounds. Und ja, damit kommt man nicht wirklich weit. Ja, früher habe ich das hier mal mit Zeitlupe gemacht. Ich wollte jetzt einfach mal zeigen, man braucht hier keine Zeitlupe. Weil die Zeitlupe echt unnötig ist. Apropos, es war ein Deal mit einem anderen YouTuber, dass wenn ich Werbung für ihn mache, irgendwie ihn mal erwähne, postet er mich auf seiner Facebook-Pinnwand. Ich habe das auf Facebook natürlich sofort mit einem Gefällt mir angeklickt und natürlich auch sofort einen Kommentar drunter geschrieben. Das heißt, alle auf meiner Facebook-Seite haben es auch schon gesehen. Sollten sie zumindest. Denn dieser eine hat in gewisser Weise etwas gemacht. Dafür, dass ich ihn auch nochmal erwähne. Und er hat mich nämlich, also was heißt mich, er hat die gesamte Gamer-Gemeinde mit ein bisschen Werbung versehen. Und es handelt sich um diesen Typen, der es gemacht hat.
um niemand geringeren als Sergeant Rumpel.